Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik. Und ich bin mal wieder bei der Lydia. Grüß euch. Und heute kochen wir uns ein richtig geiles Hauptgericht. Lydia, was machen wir heute? Wir machen heute Pasta mit Hähnchenbrustfilet und Tomatenmix, also aus frischen und getrockneten Tomaten. Ah ja, sehr, klingt schon mal sehr gut. Gerade getrocknete Tomaten habe ich so jetzt noch überhaupt nicht in meinem Repertoire und wird für mich bestimmt eine neue Geschmackserfahrung sein. Das ist so eine Geschmacksverstärker quasi. Genau, ja, Geschmacksverstärker. Frische Tomate schmeckt nicht so intensiv und wenn du die getrocknete Tomate dazu machst, dann explodiert der Geschmack. Und gerade auch frische Kräuter, bei mir gibt es meistens immer getrocknete Kräuter, weil es einfach schneller geht, einfacher zu machen ist. Heute das Ganze mal frisch und ich bin schon sehr gespannt. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ja, wir fangen mal mit den Nudeln am besten an, weil das dauert am längsten. Genau. Ich habe dann einen Mix aus normalen Nudeln und Vollkornnudeln genommen. Das sieht bunter aus auf dem Teller und ja, nicht jeder kann die Vollkornnudel in solche Menge vertragen. Deswegen so ein Mischmasch der Sorten ist gar nicht so schlecht. Genau. Und das kann sich ja jeder nach Geschmack beliebig zusammenstellen. Dinkelnudeln, Weizennudeln, Vollkorn oder normal, je nach Lust und Laune. Man muss auch keine Spaghetti nehmen, man kann ja auch jede Sorte von Nudeln. Genau. Einfach variieren. So, das Wasser haben wir gesalzen. Also immer nach Backungsbeilage kochen. Genau. Wir warten noch einen Moment. Das Wasser kocht schon fast. Ich halbiere meine Spaghetti immer ganz gern. Dann hast du kleinere Topf zu Hause? Ja, also manchmal, wenn man nicht aufpasst, dann verkleben die Spaghetti so ein bisschen. Da kann man dann wahrscheinlich auch einfach einen Schuss Öl reintun oder so, oder? Ja, das macht man ja manchmal, wobei die Italiener würden da die Hände über den Kopf schlagen. Wenn man Öl reinmacht oder auch die Nudel abspült mit Wasser hinterher, dann nehmen sie die Soße nicht so an. Ja. Ja, also deswegen, ja, das funktioniert auch so. Wir sehen. Also unsere Nudel kocht und kochen gerade. Und gerade als Leistungssportler braucht man natürlich fast bei jeder Mahlzeit Kohlenhydrate, um richtig Power für das Training oder für den Wettkampf zu haben. Gerade um die Glykogenspeicher immer wieder aufzufüllen. Und um so eben auch leistungsfähig bleiben zu können und auch eben gesund zu bleiben. Also wir brauchen ungefähr 8 Minuten, bis die Nudeln fertig sind. Du siehst, ich musste sie nicht halbieren, weil sie in meinen Topf ganz genau reinpassen. Aber in solchen Fall, wenn man einen kleineren Topf hat, würde ich sie auch dann durchbrechen. Du hast natürlich auch eine schöne Küche hier. Wenn ihr vielleicht noch eine Studentenbude am Start habt, so wie ich, dann muss dann man haben wir kleine Töpfe und wenn man alleine ist, also genau. Ich brauche die Familie, also bräuchte auch dann größere. Genau. Ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit den Tomaten, oder? Genau, du hilfst mir die Tomaten zu schneiden. Also es reicht, wenn man sie halbiert. Du siehst, ich nehme verschiedene Tomaten. Es muss nicht sein. Ich mag nur einfach dieses Farbenspiel und deswegen mische ich sie dann immer von der Farbe. Genau, ich bin ja auch immer so ein Verfechter von der Farbvielfalt, von dem großen Farbspektrum. Sieht einfach besser aus und das Auge isst ja auch bekanntlich mit. Also einfach halbieren, hast du gesagt, ja, gell? Einfach halbieren. Super. Die getrockneten Tomaten, die können wir auch schneiden, wenn du ein bisschen Platz lässt, dann kann man die zusammen machen. Die werden trotzdem in den Mixer gleich reingeworfen, aber wenigstens werden sie etwas kleiner. Und die gelben Tomaten halbieren wir dann auch nochmal gleich? Die halbieren wir auch und die werde ich dann später mit dem Hähnchenbrust zusammen schmoren. Quasi. Und was machen wir mit den Zwiebeln? Die Zwiebel schneiden wir in kleine Würfel und die kommen dann auch zu Fleisch dazu. Auch mit angebraten. Genau. Ja. Okay. Ja, und dann haben wir noch Parmesan, aber das kommt dann ganz zum Schluss. Genau, und während wir jetzt hier weiterschneiden, schalten wir euch weg und ihr könnt jetzt wieder unten klicken, um den zweiten Teil des Videos zu sehen, wie das Ganze dann weitergeht und fertig aussieht. Bleibt dabei, wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Bis gleich.